So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Letztes Mal hatten wir zwei normale Level, dann kam das Level von Twax, in dem ich leider zusätzlich getrollt werde, was mich ein bisschen frustriert hat. Deswegen spiele ich es jetzt auch nicht weiter gerade. Aber wir haben ein Ergebnis. Wir sind 10.041. Platz geworden. Huf! Da kriegen wir wieder 3 Goldsterne für. Jawohl. Sehr schön. Das heißt, ja, was war jetzt am Ende die komplette Bestzeit? Hat sich an Pangas Level noch was, Pangas Zeit noch was getan? Ach so, ab da kriegt man die 3 Sterne. Ah, die haben das so eingeteilt. Okay, das ist cool. Wow. Sick. Gut. Ich möchte endlos spielen. Habe ich jetzt schon so oft gesagt. Haben wir so oft nicht mehr gemacht. Ich möchte endlich mal wieder mich hier versuchen und mehr schaffen als 3. So, die Profispieler sehen es ja als Sieg an, wenn sie 6 erreichen, weil das früher im Endlos-Mario-Modus, nicht im Endlos, sondern im 100-Mario-Modus, war das Ziel, 6 Level zu schaffen. Deswegen sehen die das immer so ein bisschen als Ziel an. Wobei Beast sieht es, glaube ich, als bei... Talking about Troll Levels. Okay. Gegeneinander vor allem hat er getaggt. Das ist ja der Troll an sich. So, wir machen das erstmal No-Skip. Ah. Wenn ich die jetzt auslöse, da fallen bestimmt irgendwie Piranha-Pflanzen oder sonstiger Mist raus. Wenn ich die von unten auslöse... Sag ich ja. Okay, gut. Wir spielen ein Troll-Level. Wenn es in Kombination nicht zusätzlich auch noch schwierig ist, sondern nur trollt, geht das klar. Okay, es sind alles Fische. Gut. Ich sehe den Checkpoint. An sich will ich ihn gar nicht, weil da hinzukommen war jetzt nicht so schwierig. Aber der trollt hundertprozentig. Nein, ich kann ihn auslösen. Oh, da ist sogar was drin. Ja, tschüss. Okay. Gut, das Ding will ich haben. Das Ding nehme ich gerne mit. Ich dachte, jetzt er trollt mich. Geht das sehr hoch? Nein. Aha! Haben wir jetzt was geskippt oder war das so gedacht, ist die Frage, ne? Das ist jetzt die Frage. Wir werden sehen. Ja, nice. Das nehmen wir doch mit. Ich glaube, wir haben ihn selbst getrollt, den Troll. Ich glaube, wir haben den Troll selbst getrollt. Oder es war so gedacht. Ich weiß es nicht. Aber ich habe eher den Eindruck, ja, ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Ich glaube es nicht. Aber gut. 26 Leben übrig. Ein Level geschafft. Rekord 3. Ah, Wiggler War. Seater of Blooper Bay. Klingt vom Levelnamen her ja ganz lustig. Steigt das zu hoch? Nein, es steigt bis hierhin. Okay. Aber jetzt sind die Dinger kaputt gegangen. Hier, die Blooper haben sich verabschiedet. Okay. Also muss ich gleich los.
Oh, da wird ordentlich gekämpft. Da könnten wir hochkommen. Ich weiß nicht, ob wir da hoch wollen, aber wir könnten da hochkommen. Aber ich weiß gar nicht, was ich da oben will. So. Na gut, dann soll er mich in Ruhe lassen. Ah, der hat eine Kanone. Jetzt habe ich mich gewundert, warum ich nicht von ihm abspringe, weil er eine Kanone auf dem Rücken hat. Okay. Alles klar. Der hat eine Kanone auf dem Rücken. Soweit ein recht interessantes Level eigentlich, ne? Wenn man da vorsichtig vorgeht. Ah! Ich hab gedacht, wenn ich da stehe, bin ich sicher, aber. Shit. War ich nicht. Okay. Geh weg da jetzt. Ja, meinetwegen so. Ich muss die aber nutzen. Und dann darüber. Okay. Gut. Ich weiß halt leider nicht, was dann da drüben kommt. Aber gut, kriegen wir hin. Na, ah, was spricht der Weltrekord? 41 Sekunden. Okay. Ist nicht allzu lang. Ha, ich will. Jetzt werde ich langsam ungeduldig an der Stelle. Ist leider blöd, was ich tue. Ist leider blöd, was ich tue. Hä? Wie konnte ich die verfehlen? Geht halt weg. Okay, so geht's auch. Ich muss einfach nur. Okay, das ist nicht weit. Ich muss einfach nur rüber. Gut. Jetzt weiß ich das, jetzt ist es besser. Jetzt kann ich da einfach von abspringen. Okay. Das muss man aber erstmal in Erfahrung bringen, ne? So, wir würden 3 Leben bekommen, wenn wir das Level abschließen. Sind uns jetzt schon sicher. Das wäre doch mal was. So, stopp langsam. Checkpoint sogar. Okay. Gut, dann setze ich auf und dann sind wir hier doch relativ safe. Zeit haben wir ja genug. Die gehen hier unter. Die Frage ist, wo will ich hin? Will ich höher? Will ich darüber? Will ich hier runter? Ich kann hier aussteigen. Dann hier runterrutschen. Langsam. Oh nein, da kommen
Dinge, die ich nicht haben möchte. Geh weg! Ah, ich hasse die Dinger. Nein, ich wollte gerade rutschen. Ich wollte gerade zum Rutschen ansetzen. Mist. Okay. Ah, höher geht's nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Gut, aber das hat ja soweit funktioniert. Aber ich muss da ein bisschen schneller... Oh, wie komme ich denn da am besten durch? Wie komme ich denn da am besten durch? Das wollte ich nicht! Scheiße. Ich wollte nicht aussteigen. Oh, warum? Warum bin ich ausgestiegen? Ich frage mich halt, es scheint ja alternative Wege zu geben auch, aber ich frage mich halt, ob ich den irgendwie behalten kann. So, das würde ich nämlich gerne tun. Hier kann man ja auch anscheinend irgendwie hoch. Das ist jetzt übrigens blöd. Ah, nee. Ist es nicht. Ich erwische die nicht vernünftig. Ah, die müssten weg. Die müssten einfach weg. Ja, oder ich müsste mal versuchen, hier anders hochzukommen. Vielleicht kann ich das Ding ja irgendwie behalten. Das wäre nämlich cool. Muss ich jetzt ausprobieren, hilft nichts. Muss ich ausprobieren, hilft nichts. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich hier irgendwie hochkomme. Mist. Aber was ist denn dann zum Beispiel das hier? Ja, wahrscheinlich nichts. Oh nein! Was habe ich jetzt? Was habe ich? Ich habe gerade nicht nachgedacht. Was mich aber auch interessiert ist, was ist da oben eigentlich noch so, ne? Können wir uns das mal anschauen? Und stellt sich raus, da ist einfach nichts. Das ist einfach nur Deko. Cool. Das war ein Leben, was sinnvoll war. Ach, verdammter Mist. Ich will den mitnehmen. Gib mir den. Ja. Wobei, warte mal. Yes. Wie kriege ich jetzt... Ah. Wie kriege ich die denn...
Wie werde ich die denn los, verdammt? Gibt's doch nicht. Scheiß Blooper. Oh, das, ich dachte, ich habe mich gerade schon in der Säge gesehen. Nee. Die hüpfen halt sofort hinterher. Ah, oh, die sind so furchtbar. Weil sobald ich ein bisschen springe, springen die halt auch, ne? So, stirb jetzt. Du auch. Gut. Weg ist er. Scheiß Vieh. Das meine ich! Der springt sofort, sobald ich auch mit hoch. Ah! Gott, sind die schlimm. Ich kann vollkommen verstehen, warum die Wickler Kriege führen gegen die. Weil das furchtbare Viecher sind. Ah! Ich bin auf Seite der Wickler. Wie komme ich an der Stelle denn vernünftig? Ich kann nicht jedes Mal wieder unten rumrutschen. Ich habe nichts, womit ich dagegen ankommen kann vernünftig. Ich habe nisch. Nisch habe ich. Alles Mist. So. Lass mich in Ruhe. Nein! Da unten ist eine Flagge, da unten ist ein Checkpoint-Flagge. Mist! Wie ist denn der Weltrekord da mit 41 Sekunden zustande gekommen? Seid ihr wahnsinnig? Ja gut, ich bin immer nicht tot. Ich glaube nicht, dass wir das Level schaffen werden. Ja. Pff. Ey, die sind so dämlich da platziert. Wie komme ich dagegen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich tun kann. Aber hier geht's halt auch nicht. Das, hier geht's nicht höher, ne? Das wirkt nur so. Das ist irgendeine Deko. Irgendein Dekokram. Genauso wie das hier am Rand. Das ist auch irgendein Dekokram. Da komme ich nicht hoch. Ich würde es ja gerne ausprobieren, aber ich komme da nicht hoch.
Jetzt habe ich eine Idee. Ja, so geht das. Ich bleib hier unten. Ich bleib hier unten. Und dann kommen die nämlich sehr weit runter. Und wenn ich dann sehr schnell hochgehe, komme ich schneller hoch als die. Leider nur noch 3 Leben, um das jetzt auszuführen. Eklig. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Was ist... Was habe ich jetzt gemacht? Alter. Welche Art von... Kunststück hat Mario hier ausgeführt gerade? Nicht rutschen, rutschen. So, kommt hier runter. Schön runterkommen. Oh, oh, nicht... Ah! Das mit den Bomben war neu. Hilfe! Okay. Wenn man da zu lange wartet, kriegt man Bomben ins Gesicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Wo kommt der Bombentyp denn her? Der war doch sonst nicht da. Ah, weil ich zu bald hier... Ah, ich verstehe. Problem ist jetzt, wenn der da oben gleichzeitig feuert die ganze Zeit. Na gut, aber den kann ich wieder wegrutschen. So. Ruhig bleib... Jetzt wieder hinterher, der Bombentyp. Ich hoffe nicht. Nein, der ist weg. Okay. Ah. So. Ganz ruhig. Ich dachte gerade schon, ne? Ja gut, das war dann das. Dann würde ich sagen, wir fangen noch einen neuen One an. Oh mein Gott. Ja, wir starten wieder mit einem japanischen Level. 2-1. Okay. Werde ich hier getrollt oder ist es ein normales Level? Das sieht nach einem normalen Level aus. Ich krieg sogar einen Power-Up am Anfang. Ich krieg sogar eine Blume, eine Katze am Anfang. Das ist ja erstmal nett. Kann ich die zurückschlagen? Ja! Oh, aber nicht richtig. Nur so ein bisschen. Wait, 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 wait. Wir gehen mal oben rein. Plop, 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 plop. Okay, wir würden schon mal richtig schön Leben bekommen. Ich sehe noch nicht, warum das Level in Super Expert gelandet ist. Okay.
Das war jetzt nicht so gut. Nein! Nein! Ah, das ist nicht so gut. Okay. Ich muss aber die Stelle, oder? Was ist, wenn ich in die andere Röhre gehe? Was ist, wenn ich in die andere Röhre gehe? Oh nein, es ist ein Progressive Item. Kommt jetzt hier bitte die Katze raus? Ja, wenigstens. Okay, wenigstens das. Wenigstens das. Das wäre jetzt blöd gewesen. Das war auch blöd. Okay, gehen wir mal hier rein. Oh! Okay, das ist... Okay, es gibt nur einen... Oh, das ist mies. Es gibt nur einen richtigen Weg. Ah, das ist mies. Na gut. Es ist so ein halbes Troll-Level. So ein halbes Troll-Level. Aber das war trotzdem mies. Kein Fan von sowas. Ich habe auch Angst, zu weit runterzufallen, weil dann könnten da Blöcke kommen. Ich weiß es nicht, ob da Blöcke kommen, dass man da nicht mehr hoch kann. Deswegen versuche ich mich mit der Katze zu halten, ne? Soweit ist das ja alles hier in Ordnung. Die können mir eh nichts mit ihrem Schnee. Okay, hier ist halt eh nur Wind. Das heißt, das wirkliche Problem fängt dann erst hier an. Aber ich warte jetzt. Dass das nicht nochmal schief gehen kann. Ah, mit den Plattformen ist es gar nicht so einfach. Okay. Toll. So, aber die Katze ist wichtig. Wo kommt denn das jetzt her? Das war neu. Ja, die Blöcke meine ich nämlich, dass da unten auch welche sein könnten. Das wäre dann nicht so cool. Oh, das ist ja interessant. Wenn ich die nicht kaputt rolle, bewusst... Jetzt habe ich keine... Vielleicht ist es aber ganz gut, dass ich keine Katze mehr habe. Ich glaube, die hat mir manche Sachen verschwert. Ich weiß es nicht. Nein! Weil jetzt hänge ich mich nämlich nicht mehr an die Wand ran. Die Münze da oben interessiert mich nicht. Okay, der ist real. Das ist schon mal gut. Der ist real. Also erstmal mache ich nichts falsch, oben rumzugehen. Gehen wir oben rein. Go! Okay. Sieht noch nicht nach einem Trollweg aus. Noch nicht. Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Kriege ich mal eine Katze wieder? Yes. Gut, also hier sind wir immerhin ganz, ganz nett unterwegs. Das ist ja schon mal was. So, ab irgendeinem Punkt kamen dann die Swamps runter. Wow!
Komme ich da rein? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das soll wirklich nur mich ärgern. So, mit Katze ist das jetzt ja kein Problem. Okay. Es gibt halt kein Indizien, was richtig ist. Das ist halt das Dumme. Das war zumindest schon mal nicht falsch. So viel dazu. Raten wir uns also die richtige Röhre. Cool. Da bin ich ja ganz großer Fan von. Da bin ich ja riesiger Fan von. Mensch. Jetzt bin ich eh hier drin eingesperrt. Okay. Also das scheint auch zu gehen. Ja, das führt mich auch hier hin. So, wir haben das oberste ausprobiert und wir haben 3 zur Auswahl. Das ist jetzt das andere Auto. An der Farbe der Röhre kann man auch nichts ausmachen. Das war nicht, was ich wollte. Weil die sind alle gelb. Toll. Toll. Am Ende sind wahrscheinlich alle Röhren... Oh, jetzt muss ich die mittlere jedenfalls ausprobieren. Aber es ist halt noch eine dritte da, die auch ins Ende führt. Was ist, wenn der komplette obere Weg schon von Anfang an fake ist? Versteht ihr? Was ist, wenn hier oben von Anfang an falsch ist? Und ich gar nichts machen kann? Ah. Sowas ist dämlich. Also sowas ist komplett dämlich. Das ist ja schlimmer als die Trolls von Twakes vorhin. Das ist ja schlimmer als die Trolls von Twakes vorhin. So, ich weiß, was passiert. Wie sollen wir machen hier? Wait, was ist eigentlich hier? Oh shit. Also, wir kommen auf jeden Fall immer wieder hier raus. Es bleibt jetzt nur... Ah, ne, 2 bleiben übrig. Die mittlere, die erste mittlere und die zweite mittlere. Sollte ich jetzt echt so viel Pech haben und wieder die falsche erwischt haben, dann hätte ich bei einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 1/4 dreimal falsch gelegen. Okay. 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 Ist in Ordnung. Das... Mehr Pech kann man in dem Level nicht haben. Mehr Pech kann man in diesem Level
nicht haben. Mehr Ungeduld auch nicht. Also gehen wir halt in dieses hier rein. Oh mein Gott. Das ist sowas von nicht fair. Das Pipe ist absolut scheiße. Ah. Mehr brauchen wir dazu auch nicht sagen. Absoluter Mist, Pick a Pipe. So. Ja, egal. So egal dann auch nicht, aber ich wollte den Block dort mal auslösen. Trollt er mich oder führt er mich weiter? Er führt mich zu einer Röhre. Die Röhre tötet mich auch nicht sofort. Und gibt mir sogar einen Stern. Bin gespannt, wann ich getrollt werde. Aber noch vertraue ich dem Level. Es hat mich noch nicht getrollt bisher. Also eigentlich kann ich dem Level vertrauen. Auch das ist kein Troll in dem Sinne. Das ist okay. Oh, nice. Nice. Very nice. Also toll war es jetzt aber auch nicht, ne? Es war kein Buu, aber... Ah, wobei, eigentlich kommt doch. Es war kein Troll. Es war jetzt nicht besonders schön gebaut, aber... Vielleicht war ein Troll dabei und ich habe nur nicht erwischt bisher. Man weiß es nicht. Oh Gott, das sieht aus wie ein Twix-Level, ey. Hä? Ach du Scheiße. Oh, das wird nicht angenehm. Was ist der Weltrekord? Okay, es ist aber kurz. Aber, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Freunde. Das wird nicht gut. Das wird nicht gut. Wieso geht das...
denn manchmal da nicht durch? Es geht die ganze Zeit so weiter, ne? Ei. Oh Gott. Und das 20 Sekunden lang. Nice. Ah, ich kann nicht neu starten, okay. Ich kann nicht noch. Okay, ich muss mir mal die Todessequenz angucken. Na dann. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Hä? Haltet mich für blind, aber ich war einen Kilometer vom Mancha weg. Alter. Jetzt fahre er wieder zu schnell. Wie kann ich das denn manövrieren? Manipulieren wollte ich nicht sagen. Nein! Klar, es hängt irgendwie damit zusammen, wie ich das Ding losschicke, aber ich kann doch auch nur springen. Oh mein Gott. Wir haben einen Schritt weiter geschafft. Sensationell. Oh, verdammt. Ja, das schaffen wir nicht. Mein guter Mann. Mein guter Mann, aber das schaffen wir nicht. Der Beast würde sowas wegrocken. First try einfach, ne? Aber. Nee, keine Chance. Ah, ich komme immer bis hierher und dann ist vorbei. Ich komme immer bis... Oh, ich will noch ein bisschen weiterkommen. Mann. Brrrr.
Das war ein bisschen weiter. Sheesh. Jetzt erstmal kurz Herzen, bevor ich das vergesse. Das Level ist auf jeden Fall genial. Aber zu schwer für mich. Ihr seht's ja, mit genug Übung würde ich das irgendwann dann schon auch schaffen. Aber die Geduld habe ich wieder nicht. Das spielen wir jetzt nicht noch, bis ich es schaffe. Nee. Letztes Leben. Es war schön. Zwei Ones in dem Part. Och, schade, dass wir so aufhören, aber gut. Zwei Ones in dem Part. Leider nicht weitergekommen als bis zur 2. Aber es waren ganz interessante Level dabei. Das muss man sagen. Gut, gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem unterhalten. Und tschüss.